Guten Abend und herzlich willkommen bei Stugge TV. Wir melden uns heute aus Moosberg, einem kleinen Stadtteil in Leinfelden-Echterding. Und hier findet heute das Schneenachtsfest statt. Hinter mir ist eine 20 Meter große Rampe aufgebaut. Und hier springen Biker runter, hier springen Snowboarder runter und auch Leute mit Skis. Insgesamt eine richtig coole Sache. Und was heute Abend hier so abgegangen ist, zeigen wir euch in den nächsten 2 Minuten. Es war ziemlich verrückt, sage ich mal. Wir wollten halt wieder Moosberg oder so, vor allem Stuttgart als Skiort etablieren. Und dann dachten wir, okay, Skifahren kann jeder, aber sowas Spektakuläres kriegt man jetzt hier nicht mehr. Haben wir das uns überlegt, Konzept erstellt und hätten umgesetzt. Also in Moosberg eigentlich fast nie mehr Schnee. Das ist halt einfach so. Es ist eigentlich schade, dass wir jetzt im 3. Jahr in Folge hier in Moosberg Regen hatten zum Schneenachtsfest. Ist eigentlich wirklich, wir hatten die ganze Woche schönes Wetter und jetzt ausgerechnet zum Schneenachtsfest im 3. Jahr haben wir wieder Regen gehabt. Das ist unfassbar. Irgendwann schaffen wir es, glaube ich, auch noch, dass es hier dann auch schneit oder zumindest schönes Wetter ist. Es waren insgesamt 3 LKW-Ladungen, sind ziemlich viel Kubik gewesen. Also im Vergleich zum letzten Jahr war das wesentlich mehr. Und man sieht ja auch, also hier im Hintergrund, der Schnee geht heute auf jeden Fall überhaupt nicht aus. Und da sind wir auch echt froh drum. Ist schon ein ganz schön großes Teil hier, oder? Hast du keinen Respekt davor? Ja, also am Anfang, wo ich das erste Mal runtergefahren bin, war schon ziemlich groß. Aber wenn man dann einmal drüber war, dann geht's eigentlich. Also ist schon cool. Moosberg hat dieses Event her. Bist du da auch so ein bisschen stolz drauf? Ja, also vor allem auf dieses Jahr. Das ist eine Riesensteigerung, was wir dieses Jahr haben im Vergleich zum letzten Jahr. Und ja, ist einfach Hammer, was wir auf die Beine gestellt haben durch die Sponsoren. War echt cool. Also, jetzt geht's los. Du springst einmal runter. Wie ist das Gefühl, wenn du runterguckst? Ja, geil. Es wird cool. Okay, dann legen wir los. Ja, gut, danke. Die Resonanz ist ja mega gut. Die Leute wollen es auch, die haben sich immer gefreut. Von daher wird es auch in den nächsten Jahren noch kommen. Ja, und das war's heute von unserer Folge aus Moosberg. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen diesen Eindruck gewinnen von diesem tollen Event hier. Bis zum nächsten Mal bei Stugge TV. Ciao.